Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit dir, Paula, ein wunderschönes, zeitloses Blusenshirt mit Quetschfalte nähen. Und am Rücken ist ein kleiner Schlitz, damit dir das An- und Ausziehen auch ganz einfach fällt. Viel Spaß dabei! Los geht es mit der Vorbereitung und dem Nähen der Abnäher. Und diese hast du an den Rückenteilen, oben an der Schulter, damit Paula einen wunderbaren Sitz hat. Und ab Größe 46 gibt es die auch am Vorderteil. Da hast du dann Brustabnäher, damit es da eben auch gut sitzt. Wenn du die Abnäher genäht hast, dann kannst du einmal alles außenrum versäubern. Ich lasse das unten immer nochmal weg, also quasi am Blusenshirt-Abschluss. Das mache ich immer erst ganz zum Schluss. Genau, dann geht es weiter. Du nimmst dir jetzt das Vorderteil, das ist im Bruch zugeschnitten, und wir nähen zusammen die Quetschfalte entlang dieser Linie ab. Und das kannst du jetzt auf verschiedene Art und Weisen auf das Vorderteil übertragen. Einmal kannst du das Ganze jetzt natürlich mit Kopierpapier durchdrücken und dann entlang der Linie nähen. Oder, ich habe jetzt mal ein bisschen rangezoomt, die Quetschfalte wird eben in einem Abstand von 5 cm abgenäht. Das sieht man hier ganz gut. Wie gesagt, das kann vorne im Bruch liegen, so wie es eben dran steht. Und du kannst dir eben auch mit Hilfe dieses 5 cm Maßes und des Handmaßes einfach den Abstand auf das Vorderteil übertragen. Dafür solltest du das Vorderteil natürlich eigentlich gebügelt haben. Ich habe jetzt hier Musselin benutzt und deshalb habe ich das nicht gebügelt, weil dann geht ja die Struktur des Stoffes verloren. Aber es macht es natürlich einfacher, wenn alles vorne schön glatt liegt. Und dann kannst du nämlich an der Bruchkante vorn jetzt einfach die 5 cm abmessen und dir eben entweder mit einem Stift markieren oder ich mache das Ganze immer ganz simpel mit Stecknadeln und ja, mache mir den Abstand da sichtbar und dann nähe ich da einmal lang. Das Ganze sieht dann so aus. Und genau in dem Fall habe ich jetzt auch mal passendes Garn genommen. Das ist natürlich für die Sicht jetzt etwas schlechter, aber gut, am Vorderteil, wenn es keine Innennaht ist, möchte ich es doch ein bisschen hübsch haben. Ne? Jetzt wird das Ganze aufgeklappt und jetzt hast du da oben den überschüssigen Stoff von der Quetschfalte und der wird jetzt einfach gleichmäßig zu beiden Seiten des Vorderteils verteilt. Das richtige Verteilen, das kann manchmal ein bisschen fummelig und tricky sein. Da ist wirklich wichtig, dass du guckst, dass du die Mitte der Falte auch auf die Naht legst. Und da kam mir jetzt hier wieder die Bruchkante vorne sehr zu Hilfe. Deswegen habe ich da jetzt auch noch nichts weiter gebügelt. Und jetzt hast du eben da die Möglichkeit, diese Bruchkante wirklich schön auf die Naht zu platzieren, um das wirklich gleichmäßig zu verteilen. Manchmal ist es nämlich so, dass die Falte so ein bisschen nach links oder nach rechts verrutscht. Deswegen bitte immer noch mal kontrollieren, dass da auch auf jeder Seite 2,5 cm sind. Und jetzt hast du die Möglichkeit, die Falte einfach direkt auf dem Vorderteil zu fixieren. Das heißt, du kannst jetzt eben, wenn du möchtest, einfach hier einmal die Falte auf das Vorderteil nehmen. Wichtig ist, dass du bei beiden Kanten immer von einer gleichen Richtung ausnähst. Denn ansonsten kann es sein, dass wenn deine Nähmaschine ein bisschen zu viel Schub hat, dass sich das nachher verzieht. Ich habe jetzt hier die Variante gewählt, dass ich die Kante der Quetschfalte eben einfach direkt nochmal fixiert habe und abgenäht habe. Das finde ich immer schöner, weil ich dann nach dem Waschen eben auf die Kante und die Falte gleich da habe, wo sie ist. Und dann liegt sie auch so, wie sie soll, ohne dass ich groß bügeln muss. Und sie ist eben trotzdem locker und nicht auf dem Vorderteil befestigt. Genau, dazu legst du jetzt wieder das Vorderteil links auf links und dann stehen da einmal die 2,5 cm eben weg. Und jetzt kann das Ganze da knappkantig abgesteppt werden. Und
sieht dann so aus. Das heißt, du hast jetzt hier die Kante, die zwar locker oben drauf liegt, aber du hast die Kanten eben einmal fixiert, sodass nach dem Waschen auch gleich die Falte da ist, wo sie sein soll. Genau. Und auch hier bitte immer aus einer Richtung nähen, und entweder von oben nach unten oder eben von unten nach oben, damit, falls sich etwas verzieht, es sich in dieselbe Richtung verzieht. Und dann kannst du auch schon oben den Halsausschnitt versäubern und auch alles wieder außenrum. Wie gesagt, ich lasse unten immer die Kante erstmal weg, den Shirtabschluss, das mache ich erst ganz zum Schluss. Jetzt nimmst du dir die beiden Rückenteile und legst sie rechts auf rechts auf das Vorderteil und nähst alles an den Schultern zusammen. Weiter geht es mit den Ärmeln und dafür legst du dir alles mit der rechten Seite nach oben auf den Tisch und markierst dir jetzt die Ärmel-Einsatzpunkte. Und zwar einmal an dem Vorder- und an dem Rückteil und natürlich auch am Ärmel. Und das kannst du, so wie ich hier, mit Stecknadeln machen. Man kann sich das anzeichnen. Es gibt auch genug Leute, die ich kenne, die das einschneiden. Ne? Aber dann bitte nur innerhalb der Nahtzugabe, damit dann nachher nichts kaputt geht. Das mag ich jetzt bei Webware nicht so gern, weil ich dann immer Angst habe, dass es eben dann doch ausfransen und ausreißen kann. Ne? So, wenn du dir jetzt den Ärmel anschaust und den da ranheften möchtest, dann merkst du, dass der länger ist von der Länge als der Ärmeleinsatz da. Genau, in dem Bereich von unter dem Armen bis zum Ärmeleinsatzpunkt, da wird das Ganze ja gerade angenäht und da oben, wenn man sich es eben so hinhält, merkt man, dass da einfach zu viel Stoff am Ärmel ist, als eben an dem Blusenshirt ist. Das heißt, der Ärmel muss eingehalten werden. Und da wollte ich jetzt auch noch mal drauf eingehen. In dem Bereich zwischen den zwei Ärmeleinsatzpunkten wird dieser Ärmel eben ein ganz klein wenig gerafft. Hier an den Seiten näht man ihn gerade an, weil da ist man ja unter den Armen, damit er sich später eben richtig schön legt. Denn wenn man ihn jetzt einfach gerade annäht, dann passt der nicht an die Form des Körpers. Da nähst du jetzt einen Faden in dem Bereich der Nahtzugabe ein, mit so einem richtig großen Geradstich. Und wenn man jetzt an den Fäden zieht, dann merkt man schon, wenn der Stoff da so ein ganz bisschen gerafft wird, wie er eine richtig schöne Wölbung bekommt. Und die Wölbung braucht man, damit der Ärmel sich eben nachher auch später schön an die Schulter oben anlehnt. Denn der Körper ist ja nicht eckig und kantig, sondern man hat da oben ja an der Schulter eine kleine weiche Rundung und da soll ja nachher auch alles gut sitzen. Das heißt, genau in dem Bereich zwischen den Ärmeleinsatzpunkten wird der Stoff leicht gerafft und zwar so stark, dass er eben super an den Ärmeleinsatz da passt. Wie gesagt, in dem Bereich unter den Armen, also in dem kurzen Stück, wird er gerade angenäht, ohne gerafft zu werden. Und dann wird er in dem Bereich dieser Wölbung, der Kuppel oder eben auch der Schulter, eben eingehalten, angenäht. Und das ist am Anfang so ein bisschen fummelig. Ich mache das immer so, indem ich den Stoff dann hochnehme. Und dann merkt man eigentlich schon, dass der viel, viel besser fällt, als wenn der platt auf dem Tisch liegt. Und wenn man das eben so ein bisschen in dem hängenden Bereich macht, dann geht das viel besser. Du hast hier an dem Ärmel oben auch den Schulterpunkt markiert und den kannst du dir am Ärmel natürlich auch übernehmen und dann weißt du, dass da oben auch die Schulternaht hin muss. So, und wenn alles angeheftet ist, dann wird eben alles einfach angenäht. Wenn dann alles angenäht ist, sollte es spätestens jetzt versäubert werden
oder auch vorher. Das kommt immer so ein bisschen auf das Material an. Es muss sich eben gut einhalten lassen und manchmal ist das mit einer versäuberten Ärmelkante einfach ein bisschen schwieriger. Wenn das noch nicht passiert ist, dann bitte jetzt machen. Und da guckt jetzt auch noch dieser eine Hilfsfaden raus. Den kann man einfach abnehmen. Aber hier siehst du schon mal, wie schön sich das Ganze wölbt und wie gut da nachher dann auch die Schulter reinpasst und dass der Ärmel nämlich wirklich gut sitzt. Genau, wenn da noch Fäden sind, können die jetzt einfach rausgezogen werden oder man kann die auch abschneiden. Ne? Also wichtig ist, dass sie eben rauskommen. Und wenn man auf Nummer sicher gehen will, dass man die später gut sieht, kann man das eben super mit so einem Kontrastgarn, also mit einer anderen Farbe machen. Dann findet man die leichter wieder. So, und dann ist der Ärmel auch schon eingenäht. Weiter geht es mit dem Ausschnitt und der wird mit dem Beleg versäubert. Das heißt, du legst dir die Belegteile rechts aufeinander und nähst sie zusammen. Und danach wird dann einmal ringsum der Beleg komplett versäubert. So sieht das Ganze dann aus. Genau. Und jetzt wird er rechts auf rechts an den Ausschnitt angeheftet. So, einmal alles schön hinlegen, da wieder aufpassen, dass die Nähte auch auf den Nähten liegen. Und man kann sich die Hälfte des Belegs markieren und dann natürlich auch die Hälfte des Rückenteils, des Vorderteils, da wo die Quetschfalte ist, genau. Und dann kann man das alles schön aufeinander stecken und einmal gut aneinander befestigen. Und dann wird der Beleg einmal außenrum angenäht. Wenn alles angenäht ist, dann wird der Beleg auf die Innenseite gewendet und damit das gut funktioniert, wird hier an der Ecke die Spitze einmal eingeschnitten. Aber bitte nur im Bereich der Nahtzugabe, ne? Nicht die Naht treffen, denn sonst ist nachher alles wieder lose. So, jetzt einmal nach innen wenden. Und dann hast du schon eine wunderbar schöne, saubere Ausschnittkante. Wenn du später deinen Schlitz hinten mit so einem kleinen Knopf und einer kleinen Schlaufe verschließen möchtest, dann musst du die hier mit einnähen beim Beleg annähen. Das heißt, dann platzierst du die zwischen Beleg und Shirt und nähst die einfach hier mit ein. Und nachher beim Wenden hast du dann die kleine Schlaufe außen. Nun sind wir schon auf der Zielgeraden und nähen jetzt die Rückenteile zusammen. Dafür legst du alles rechts aufeinander und nähst eben hinten einfach die zwei Rückenteile zusammen. Und wenn du die Rückenteile zusammennähst und dabei bis unter die Belege nähst, also da würde ich dir dann empfehlen, so ungefähr einen halben Zentimeter bis unter die Belege eben da reinzunähen, die kannst du ja noch zur Seite klappen. Dann hast du auch schon den Schlitz genäht und er ist wunderschön versäubert. Ich lasse das Ganze, genau, also dann wirklich bis unter die Belege nähen. Ich lasse das Ganze jetzt mit Absicht ein bisschen weiter offen, um dir eben zu zeigen, wie du das machen kannst, wenn du da einen etwas tieferen Schlitz reinhaben möchtest. Aber immer dran denken, ne, da ist meistens ein BH noch irgendwie drunter, der soll ja nicht zu sehen sein. Deshalb immer mal vorher gucken, wie weit das Ganze offen sein soll. Genau, ich werde bis dahin jetzt zunähen, das heißt da oben, das Stück bleibt auch offen. Und das sieht dann so aus, also nur von unten ausgehend habe ich jetzt die Rückenteile zusammengenäht, aber da ist jetzt einfach noch ein Stückchen der Schlitz offen und man sieht natürlich die Versäuberung. Aber wenn du jetzt das Shirt aufklappst, dann siehst du schon, dass sich die Nahtzugaben so nach außen legen. Und so nähen wir die jetzt auch fest. Ja, wenn der Beleg nach innen geklappt wird, dann klappt sich die versäuberte Nahtzugabe mit um und kann jetzt ganz einfach mit festgenäht werden. Und damit hast du dann auch einen schönen, sauberen Schlitz. Und das mache ich jetzt auch einmal richtig komplett entlang des Shirts. Ne? Also so klappt sich das da dann. Und ich nähe jetzt auch die zwei Nahtzugaben am Rücken immer noch mal mit fest,
weil ich auch nicht möchte, dass die da so abstehen und eben nachher am Rückenteil irgendwie das Ganze auswölben und ausbeulen. Also einmal alles schön platzieren, die Nahtzugabe auseinanderfalten und auf die Rückenteile legen. Und ich fixiere mir jetzt da auch die Nahtzugabe, dass da nichts fautscht und dass sie eben auch so angenäht ist, dass sie nachher nicht rausguckt. Ne? Und jetzt kannst du einmal an der Naht, an der Rückennaht von unten ausgehend einfach alles feststeppen. So, ich zoome das jetzt nochmal aus und nähe jetzt von der rechten Seite natürlich ausgehend einmal an der Naht entlang die Nahtzugabe fest, dann fixiere ich den Beleg, nähe den Beleg auch am Ausschnitt dann nochmal mit einer sauberen Kante fest und dann nähe ich da wieder runter und komme unten wieder an. Und alles ist schön sauber fixiert und fest. Den Beleg fixiere ich dann immer noch mal zusätzlich in jeder Naht, die mir in den Weg kommt. Das heißt, die werde ich hier in der Schulternaht noch mal mit ein paar Stichen werde ich den da festmachen. Das sieht man dann nämlich von außen nicht. Und ja, eben überall, wo es geht, wird er noch mal ganz unsichtbar befestigt. So, und jetzt hast du hier einen wunderbar sauberen Schlitz genäht, den du eben oben jetzt mit dem Knopf oder mit dem Knopfloch verschließen kannst. Oder eben, wenn du jetzt die Schlaufe eingenäht hast, dann guckt da ja die kleine Schlaufe raus und du brauchst uns noch den Knopf anzunähen. Oder du machst einen Druckknopf ran. Also ganz wie du möchtest. Und jetzt kommt das Feintuning, das heißt einmal in den Schulternähten fixieren und ich fixiere den auch nochmal direkt unter der Quetschfalte mit ein paar Stichen vorne und dann sitzt der auch richtig toll und super. So, Paula ist ja noch offen, das heißt, sie soll ja eigentlich so aussehen. Das heißt, jetzt geht es mit den Ärmeln weiter und die werden versäubert. Ich habe mich jetzt hier wieder für die einfache Variante entschieden. Du kannst auch Schrägband unten rannehmen, aber ich habe einfach die Kante versäubert, schlag den Zentimeter nach innen um und nähe das Ganze dann fest. Genau. Und wenn das fest genäht ist, dann legst du eben einfach das Shirt rechts aufeinander. Gucke bitte danach, dass da die Nähte übereinander liegen, damit das nachher auch schön aussieht. Und dann wird einfach alles an der Seitennaht einmal zusammengenäht. Und ich fange auch immer oben am Ärmel an und nähe dann nach unten durch. Genau, fertig ist das Ganze. Noch ein kleiner Tipp von mir. Manchmal ist es so, dass beim Zuschneiden irgendwas schief geht und du merkst, nämlich jetzt bei dem Zusammenlegen so, dass die Enden der Ärmel irgendwie nicht zusammenpassen. Ne, da ist irgendeine Seite länger zugeschnitten und das wird halt nicht richtig schön sauber. Dann kontrolliere das hier bitte vorher und gucke, dass der Ärmel unter den Armen eben auch wirklich gleich lang ist. Du kannst das jetzt noch korrigieren, auch nochmal schön versäubern und eben da dann schön umnähen, sodass du auch wirklich da die gleiche Länge hast und eben nachher beim Zusammennähen alles gut zusammenpasst. Genau, denn das muss die gleiche Länge haben und da müssen die Nähte schön übereinander sein. Dann sieht das am Ende auch gut aus. Musik
Jetzt verrate ich dir, warum ich die untere Seite wirklich immer erst zum Schluss versäubere. Ich probiere das Ganze immer jetzt erst an und gucke, ob mir die Länge gefällt, ob ich noch irgendwas kürzen möchte. Meine Schnittmuster sind ja generell eigentlich immer ein bisschen länger, weil Abschneiden immer einfacher ist, als unten was ranzunähen. Und ich habe mich jetzt hier bei der Variante dafür entschieden, auch aufgrund des Musselins, der fällt halt so ein bisschen anders, dass ich das Ganze einfach nochmal kürze und unten eben die, ja, nochmal 3 cm abschneide. Und das kannst du eben jetzt hier sehr gut machen. Und wenn du das Ganze so gekürzt hast, dass es dir gefällt, dann wird die Kante versäubert. Eben, ich habe das hier wieder mit der Overlock gemacht und dann nach innen umgeschlagen und festgenäht. Du kannst allerdings auch ein Strickband annähen, also kannst du machen, wie du möchtest. Aber das ist der Grund, weshalb ich mit dem Abschluss unten wirklich immer bis zum Schluss warte, weil ich dann noch meine Korrekturen machen kann und das Ganze eben so kürzen kann, wie ich das auch haben möchte. Und damit ist deine Paula fertig und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Tragen. Für alle Mitglieder der Nähbar verlinke ich hier oben nochmal die erweiterte Variante und da zeige ich dir dann, wie du Paula in dieser Variante nähen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nähen und Tragen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!